Hallo und grüß Gott an alle, die heute auf der HN sind oder auch nicht. Ich bin der Armin Kraus von Avantgarde Akustik. Ich mache vor allem den technischen Support. Und ich möchte euch heute vorstellen, was wir an Neuem auf der HN 2022 zu präsentieren haben. Das ist zu vorderst und am allerwichtigsten die neue Version der Trio, sogenannte Generation G3. Hat sich einiges getan, für die, die es kennen. Wir haben hier inzwischen einen Technikblock an die Seite gebaut, statt den bisherigen Metallstangen. In diesem Technikblock ist in Zukunft optional auch ein aktives Verstärkermodul verbaut. Das heißt, bisher waren unsere Lautsprecher immer nur passiv zu erwerben. In Zukunft geht das auch in aktiven Versionen. Hier oben ist und bleibt die passive Frequenzweiche für alle, die mit ihren Verstärkern soweit zufrieden sind oder da andere Pläne haben. Aber hier unten, in dem unteren Drittel von dem Lautsprecher, kann man in Zukunft ein von uns gebautes und konstruiertes Aktivmodul einpflanzen. Ganz wichtig zu wissen ist, dass das eine ganz spezielle Geschichte ist. Also nicht nur die Trio hat einige Neuheiten aufzuweisen, sondern auch dieses Verstärkermodul. Das ist jetzt in aller Breite auszuführen, dürfte zu weit führen, aber das sind sogenannte Stromverstärker. Und wer sich da ein bisschen auskennt, der weiß, dass Stromverstärker für Lautsprecher mit Schwingspulen eigentlich die richtigen Verstärker sind. Reden wir jetzt nicht von besser oder schlechter, wir reden von richtig und falsch, wenn man es genau nimmt. Ist aber schwer umzusetzen, aber wir haben hier eine Lösung für dieses Problem gefunden. Die Trio selber hat noch eine weitere Besonderheit aufzuweisen. Man sieht es vielleicht, wenn man von der Seite ein bisschen drauf schaut, dass die Hörner, der Hochtöner, der Mitteltöner und der Tiefmitteltöner jetzt einen relativ deutlichen Versatz haben. Warum? Weil wir jetzt dafür gesorgt haben, dass die Schwingspulen, also da, wo die Membranen sitzen, dass die Schwingspulen alle auf einer Ebene landen. Also der hier und der Kleine haben ihre Schwingspulen, also da, wo die Musik entsteht, alle auf einer, auf derselben Ebene. Und das bedeutet, der Lautsprecher ist automatisch zeitrichtig und phasenrichtig. Dazu noch eine kleine Besonderheit. Der Hochtöner sitzt ja außerhalb dieser Achse. Und wenn der außerhalb dieser Achse sitzt und man den Lautsprecher ein- oder auswinkelt, dann kommt er dem Hörer näher oder er geht ein bisschen weiter weg. Das heißt, wir brauchen hier eine Möglichkeit, den dann wieder ein Stück nach vorne oder ein Stück nach hinten anpassen zu können, sodass er, wie gesagt, dem Hörer nicht zu nah oder vom Hörer zu weit landet. Noch eine wichtige Neuerung, wir haben ja schon seit 20 Jahren Basshörner auf dem Markt, haben aber hier auch eine neue Version dazu gemacht. Arbeiten tut sie im Prinzip wie die bereits bekannten Basshörner. Das heißt, hier an der Seite sitzt ein Endstufenmodul drin. In diesem Endstufenmodul habe ich auch ein DSP drin, mit dem kann ich den Lautsprecher, weil das im Bass halt wirklich sehr wichtig sein kann, kann ich den Lautsprecher auch auf den Raum anpassen oder sogar einmessen lassen. Wichtig ist als Unterschied, wir haben neue Treiber, da vorne sind sie auch ausgestellt. Das heißt, wir haben für die Bässe jetzt auch eigene 30 cm Lautsprecher konstruieren lassen. Vorher waren es modifizierte zugekaufte, also auch da haben wir einen großen Schritt gemacht. Und der Hornverlauf ist jetzt deutlich länger. Das heißt, vorher war das nur einmal hier 90 Grad um die Kurve. Und bei dem neuen Basshorn ist es jetzt so, dass der Schall erstmal nach vorne wandert, dann wieder nach hinten wandert und dann nach vorne raus, sodass wir jetzt eine Hornlänge von über 2 Metern zustande bekommen. Das heißt, auch im Tiefbass haben wir einfach durch diese Hornfunktion deutlich mehr Hornunterstützung. Wir müssen weniger mit der Elektronik noch zusätzlich kompensieren, weil wir einen höheren Wirkungsgrad und eine tiefere untere Grenzfrequenz bekommen haben. Das Ganze wird hier im Set gezeigt. Es gibt 2 Versionen von den Basshörnern, die nennen sich jetzt auch Spacehorn im Unterschied zu den bisherigen. Es gibt die Doppeltreiber-Version, das heißt, das ist deutlich höher als das hier, weil hier 2 30er arbeiten. Und es gibt die Single-Treiber-Version, das heißt, je nachdem, was der Platz vielleicht auch hergibt, kann man sich dann noch entscheiden und sagen, nee, wenn schon, denn schon, dann mache ich das mit den doppelten Treibern, die haben einfach noch bessere Verzerrungswerte, noch niedrigere Verzerrungswerte. Oder wenn man sagt, also das wird bei mir nichts, das wird schon zu groß, das wird schon zu schwierig zu stellen, dann kann man vielleicht mit den kleinen hier operieren. Das heißt, in Zukunft auch 2 Versionen, die sind auch beide angeschlossen hier, obwohl das jetzt tatsächlich ein Luxusproblem löst. Also wir haben hier nicht zu wenig Bass.
Und das war es dann auch im Grunde. Ich wünsche allen noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ja, dann haben wir hier die neue Avantgarde Akustik Duo mit einem roten Mitteltonhorn, einem Hochtonhorn und einem aktiven Subwoofer. Dieser Lautsprecher wird es in zwei Ausführungen oder sogar in drei Ausführungen geben. Und zwar einmal mit dem neuen iTron-Verstärker, der in dem Lautsprecher integriert ist, oder als Passivversion. Dabei ist die Endstufe nur für den Subwoofer tätig. Und dann gibt es eine dritte Variante mit eingebautem Umschalter. Der eingebaute Umschalter lässt dann eben zu, die Lautsprecher sowohl passiv als auch aktiv über iTron zu betreiben. Die gesamte Elektronik ist hinten untergebracht im Gehäuse. Das akustische Fenster ist jetzt erstmalig bei Avantgarde auf einer Ebene. Also beide Hörner haben die gleiche akustische Ebene, inklusive der Tieftöner. Der Abstrahlcharakteristik oder der zeitrichtigen Abstrahlcharakteristik sehr zugute kommt. Seitlich haben wir Aluprofile. In diese Aluprofile sind auch die kompletten Kabel integriert, die dann zu dem Mittelturnhorn führt. Ja, das ist also im Wesentlichen die neue Duo, die dann auch über entsprechende leicht verstellbare Höhen-Pike-Einstellungen verfügt. Die sind kugelgelagert, sind auch schwenkbar. Die Hörner gibt es in verschiedensten Farben. Und was auch noch wichtig wäre, die E-Fuse ist ebenfalls in diesem Lautsprecher integriert. Und dadurch haben wir wiederum ein deutlich gesteigertes Impulsverhalten.